Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen von der Korkenzieher-Trasse. Und ja, heute gibt es ein besonderes Thema, für mich zumindest, im Rahmen dieser Projektserie vom ersten Plan bis zur Veröffentlichung. Und heute möchte ich über das Thema Kamera sprechen, den aktuellen finalen Zustand, den ich jetzt erreicht habe. Wie ich angefangen habe, will ich in groben Zügen euch erklären, wobei sehr viele von euch das sicherlich wissen. Aber nichtsdestotrotz werde ich da grob drauf eingehen. Und dann würde ich sagen, schön, dass ihr dabei seid und los geht's. Ja, alles hat eigentlich angefangen mit dem S9 und dem externen Mikrofon, was ich jetzt hier oben drauf habe, was ihr sicherlich am Ton schon gehört habt. Das VideoMic Mi von Rode. Und das hat mit dem Smartphone natürlich absolut perfekt funktioniert. Da gab es wirklich nichts auszusetzen. Es gab tatsächlich so den ein oder anderen Unterschied zwischen dem S9 und dem S10. Was jetzt aber auch qualitativ kein Nachteil war, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass das S10 den Ton so ein bisschen lauter noch macht. Aber vielleicht war das auch meine eigene Einbildung. Ich musste so oder so und muss sowieso den Ton generell in der Nachbearbeitung um 7 bis 8 Dezibel so im Durchschnitt erhöhen, um auf einen normalen Pegel zu kommen. Soll jetzt auch nicht das Problem sein. Und ja, damit habe ich wirklich eine ganze Zeit lang gefilmt. S9, S10 und dieses Mikrofon. Und da habe ich ja tatsächlich auch mir selbst da was zusammengebastelt mit dem Selfie-Stick etc. Und auch die Halterung vom Mikrofon. Da war ich lange Zeit, ja, wollte ich nicht investieren in der Halterung und habe das dann mit so Metallbügeln von IKEA-Regalen selbst gebastelt. Das hat auch gut funktioniert, von daher also alles in Ordnung. Und das große Problem war damals aber das Gewicht. Ihr müsst euch überlegen, das S10 wiegt vielleicht 120 Gramm. Die Halterung für Smartphone, der Metallbügel, das Mikrofon, das Kabel und je nachdem, wie weit dann der Selfie-Stick auch ausgefahren war, geht das natürlich irgendwann hier in den Arm. Und bei der Actioncam ist das alles ein bisschen komfortabler, ein bisschen leichter und doch deutlich angenehmer zu halten. Vor allen Dingen mit einem richtigen Selfie-Stick, der hier unten auch gepolstert ist. Und das soll es im Prinzip gewesen sein schon mit dem S10, mit dem S9. Ihr werdet die Videos sicherlich kennen. Und ich habe damals immer gedacht, boah, die Videoqualität, die ist toll. Und da möchte ich gleich noch zu eingehen. Da gab es auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, das ist ein Quantensprung, dann übertreibe ich vielleicht, aber qualitativ sind zwischen der Actioncam und dem S10, auch wenn die Kamera so generell von dem S10 absolut hervorragend ist, liegen da auf jeden Fall nochmal Welten zwischen. Und ich würde sagen, ich erzähle gleich weiter. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Impressionen hier von der Korkenzieher-Trasse, auch wenn ihr die auch schon des Öfteren in den Videos gesehen habt. Das ist halt eben eine schöne Strecke. Gerade man muss nicht auf den Weg gucken, wo man hintritt und kann gerade konkret solche Themen sehr gut erklären. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Nachdem ich dann festgestellt habe, dass es doch an der Zeit ist, ein bisschen Geld zu investieren in eine neue Kamera. Was liegt da genau auf der Hand? Wenn man schon qualitativ weiß, was die Kamera kann, dann kauft man doch das, was bewährt ist. In dem Fall ist es dann die DJI Osmo Action geworden, das wisst ihr sicherlich auch schon. Und ich wollte natürlich direkt das externe Mikrofon und tralala und so weiter. Und habe mich aber dann erstmal damit abgefunden, dass das interne Mikrofon der Actioncam doch durchaus akzeptabel ist. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ich habe dann noch ein bisschen gebastelt an dem Windschutz und habe da verschiedene Dinge ausprobiert. Und zum Schluss, selbst wenn es windig war, mit dieser Windgeräuschreduktion, war das absolut in Ordnung, fand ich. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da bei Shortcut auch so ein bisschen noch Anpassungen vorgenommen. Und muss aber vorab schon mal noch sagen, ich werde von keinem dieser genannten Marken in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Von daher alles freiwillig, ne? Ihr wisst Bescheid. Und dann habe ich
einen Rahmen dafür bestellt, um natürlich das externe Mikrofon anschließen zu können. Ist ja auch klar. Und habe dann tatsächlich erstmal eine relativ lange Zeit ohne das externe Mikrofon gefilmt, ohne diesen Adapter etc. Und habe mir gedacht, vielleicht nehme ich den Ton sogar separat auf über das S9 und mache das später dann in der Nachbearbeitung, synchronisiere ich das etc. Das habe ich aber alles sein gelassen, weil es alles viel zu aufwendig ist. Und hinterher hast du dann irgendeine Fummelei und du hast eine geniale Videoaufnahme, einen geilen Clip, aber du kriegst das nicht synchronisiert oder was auch immer. Die Aufnahme ist nicht gelaufen oder wie auch immer. Das wollte ich auf jeden Fall nicht. Und deswegen blieb es, wie gesagt, erstmal eine relativ lange Zeit ohne das externe Mikrofon, was aber auch sehr gut ist bei schlechten Wetterverhältnissen. Wenn es hier stürmt und schneit, dann würde ich das externe Mikrofon höchstwahrscheinlich sowieso nicht verwenden. Von daher weiß ich auch, ich habe da ein Backup. Das interne Mikrofon ist so in Ordnung. Und ja, damit soll es erstmal so ganz grob um die Kamera gegangen sein. Um welche Probleme es sich da dann mit dem externen Mikrofon auftaten, die erzähle ich euch gleich. Dann erzähle ich euch noch ein bisschen von meinem Problem. Und zwar, ich hatte ja gesagt, das Rode VideoMic Me ist konkret ein Mikrofon für Smartphones. Und da gibt es tatsächlich einen Unterschied. Und zwar haben die eine Klinke TRRS. Blende ich jetzt mal ein Foto ein. Aber der große Haken an der Sache ist, der Adapter für das externe Mikrofon für die Kamera unterstützt kein TRRS, sondern nur TRS. Das so sieht der Klinkenstecker aus, den ich jetzt einblende. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass das externe Mikrofon, was ich habe für Smartphones, nicht mit diesem Adapter kompatibel ist. Ich hatte schon mal so einen Adapter bestellt und das ausprobiert. Da war das auch sehr hakelig, mit der Klinke da überhaupt in diese Öffnung reinzukommen. Das ging direkt wieder zurück. Und habe mir auf jeden Fall gesagt, ich werde nicht nochmal irgend so ein China-Ding bestellen. Ich werde das Originale von DJI nehmen. Kostet halt ein bisschen mehr, so ist es halt. Aber dann gehst du halt auf Nummer sicher. Und was soll ich euch sagen? Ich hatte genau das gleiche Problem. Es hat nicht funktioniert. Ich habe dann tatsächlich in einem Geistesblitz fiel mir dann ein, ey, es gibt ja diese zwei verschiedenen Klinkensysteme. Und zwar das mit den zwei schwarzen Ringen und das mit den drei schwarzen Ringen. Das habt ihr ja gerade gesehen. Und ich würde mal sagen, diese professionelle Sache oder die professionellen Mikrofone haben alle diese zwei Ringe. Und für Smartphones, die haben diese drei Ringe, weil die unterschiedlich belegt sind. Die allermeisten externen Mikrofone, ob das das Rode VideoMic Pro oder wie sie alle heißen, ist, die haben alle keinen Anschluss für das Smartphone. Und genau das ist der Grund, warum der Adapter nicht funktioniert hat. Ziemlich sicher sogar auch bei dem anderen, was ich schon mal bestellt hatte. Und so musste ich dann noch ein Adapterkabel bestellen von TRRS auf TRS. Und so ist es jetzt auch installiert und so funktioniert es auch. Ich blende euch jetzt mal ein paar Videosequenzen ein, damit ihr mal generell seht, wie diese ganze Konstruktion jetzt final aussieht. Ja, mit dem Selfie-Stick und mit dem Dreibein ist es eigentlich eine perfekte Kombination. Das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, theoretisch, wäre eine kleine Videoleuchte oder irgendwie sowas. Da habe ich aber eine Taschenlampe in petto, die ich da hin und wieder dran nutzen werde. Es ist aber tatsächlich so, dass wenn die leuchtet auf 20 Lumen oder 25 Lumen, dass der dann flackert hin und wieder. Das soll die Kamera wohl automatisch irgendwie hinbekommen. Flackert trotzdem hin und wieder mal. Und ja, das ist so das Optimum, wie ich mir das vorstelle. Und ihr seht, also klar, ich habe jetzt mal die Hand gewechselt. So vom Gewicht her ist es natürlich so eine Sache. Ich gucke auch, dass ich mich entsprechend so ein bisschen drehe, wo halt eben die Sonne herkommt, wo das Licht herkommt, dass die Sonne nicht unbedingt von hinten kommt.
weil sonst sieht man mein Gesicht eigentlich fast gar nicht und der Hintergrund ist halt ausgeleuchtet und jetzt geht es erstmal weiter und also ehrlich gesagt, was das eigentlich schon, was die Kamera angeht, ich werde jetzt mal auf dem Weg noch ein bisschen überlegen, was ich euch noch erzählen kann und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, ich habe nochmal überlegt und bin in mich gegangen und habe überlegt, ob ich nicht noch was vergessen habe. In der Tat habe ich das ein oder andere vergessen und zwar erstens die Halterung von dem Mikrofon. Das ist keine originale von Rode, das ist irgendwie ein China-Ding, was ich bei Amazon bestellt habe. Blende ich jetzt auch mal ein Foto ein, das musste ich tatsächlich mit so zwei Kabelbindern befestigen. Das funktioniert aber, weil halt eben das Mikrofon diese Schiebevorrichtung hat für das Smartphone, damit das fest bleibt. Weil es ursprünglich eigentlich nicht gedacht ist, da irgendwie ein Verlängerungskabel oder sowas dran zu machen. Genau, das war das. Und bei dem Rahmen, da sind tatsächlich diese zwei Haltestifte, die diese Schiebevorrichtung hinten festhalten, abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich dazu grobmotorisch bin oder was, keine Ahnung. Hält aber trotzdem. Dann das Kabel von Rode, original wieder in dem Fall, das SC3. Das nutze ich jetzt als Verbindung vom Mikrofon zu dem Adapter. Das ist wie gesagt dieser, dieser TRRS auf TRS Adapter. Sehr viel technisches Zeug, sorry dafür. Ich guck mal gerade, ob ich hier hochgehen kann. Nee. Ich schreibe aber auch alles nochmal in die Videobeschreibung rein. Und ich glaube, das soll es damit eigentlich auch gewesen sein. Selfie-Stick hatte ich genannt, den Adapter, Kabel, Mikrofon, Kamera. Also es ist wirklich kein Hexenwerk, diese ganze Geschichte hier. Von daher, das ist auch nichts selbst ausgedachtes. Ich meine, das ist so ein ganz klassisches Setup. Ganz egal, ob man jetzt Wandervideos macht oder ob man Vlogs macht oder was weiß ich, Urlaubsvideos oder wie auch immer. Ich habe ja auch schon Sequenzen eingeblendet, wie dieses Setup komplett aussieht. Falls ihr noch Fragen dazu haben solltet, schreibt das gerne in die Kommentare. In einem separaten Video werde ich konkret nochmal drauf eingehen, mit welchen Einstellungen ich filme. Das soll jetzt nur dieser technische Part gewesen sein, die Hardware sozusagen. Und mit diesen Worten bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.